keine Grundrente für 1,3 Millionen Berechtigte. Über die Hälfte der berechtigten Rentner bleibt ohne Zahlung des Zuschlags. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Heute ist der 11.07.2023, sommerlich sehr, sehr frisch, sehr, sehr warm. Deswegen trinke ich auch erstmal gleich einen Schluck Wasser, damit ich auch richtig gut mit Ihnen reden kann und Ihnen sagen kann, was hier eigentlich los ist. Knapp 2,4 Millionen langjährig Geringverdiener, die an sich den Grundrentenzuschlag bekommen sollten, bekommen ihn aber nicht, sondern nur 1,1 Millionen bekommen ihn tatsächlich in Höhe von durchschnittlich 86 Euro pro Monat ausgezahlt. 1,3 Millionen von den 2,4 Millionen Berechtigten gehen leer aus. So die aktuellen Zahlen mit Stand 31.12.2022, die durch die Deutsche Rentenversicherung bekannt gegeben worden sind. Das heißt, 1,3 Millionen Grundrentenberechtigte, die an sich Anspruch auf die Grundrente haben, das hat man ausgerechnet, und das steht auch in den Rentenbescheiden drin, bekommen die trotzdem nicht ausgezahlt. Und warum ist das so? Ganz einfach, die Einkommensanrechnung blockiert hier die Auszahlung. Und Einkommen wird angerechnet entweder als eigenes Einkommen, das ist also das zu versteuernde Einkommen, oder das zu versteuernde Ehegatteneinkommen oder Einkommen, was man in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft gemeinsam hat. Und ganz dicke kommt es letzten Endes für unsere Berechtigten, die die Kohle nicht ausgezahlt bekommen, deshalb, weil das Einkommen aus dem vorvergangenen Jahr angerechnet wird. Das heißt also, wenn jemand zum Beispiel im Jahr 2023 einen Rentenanspruch hat auf eine Altersrente und dort werden ihm zum Beispiel 90 Euro Grundrentenzuschlag zuerkannt, dann wird ihm das Einkommen aus dem Jahr 2021 angerechnet. Und das sind ja meistens Einkünfte vor dem Rentenbeginn, die deutlich höher sind als die eigenen Renteneinkünfte und natürlich auch noch die Einkünfte der Ehegatten oder eingetragenen Lebensgefährten. Für mich als Rentenberater und Rechtsanwalt völlig unerklärlich ist, warum im Bereich des Grundrentenzuschlags das Einkommen des Ehegatten überhaupt anrechenbar ist. Das verstehe ich überhaupt nicht, denn die Grundrente ist für mich eine Rentenleistung. Sie steht systematisch im SGB 6 drin, und zwar in § 76. Es steht da drin, Zuschlag an Entgeltpunkte für langjährige Versicherte. Das heißt also, wir haben es hier mit einer Rentenleistung zu tun und nicht mit einer Fürsorgeleistung. Denn in dem Bereich der Fürsorge darf die Deutsche Rentenversicherung gar nicht zuständig sein. Dort im Bereich der Fürsorge ist Einkommensanrechnung von Ehegatten oder von Menschen, die in der Bedarfsgemeinschaft leben, sicherlich korrekt und möglich, aber hat in der Rentenversicherung doch bitteschön nichts zu suchen. Deshalb halte ich das für ein Unding, und das muss durch deutsche Sozialgerichte oder aber auch von dem höchsten deutschen Gericht, dem Bundesverfassungsgericht, im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde dann geprüft werden, ob eine solche Einkommensanrechnung durch die deutsche Rentenversicherung überhaupt im Bereich ihrer Zuständigkeit ist, Punkt 1, und Punkt 2, ob das dann auch verfassungsmäßig nicht in Grundrechte von Berechtigten eingreift. Aber meine Damen und Herren, die schlimme Nachricht, 1,3 Millionen Menschen bekommen keinen Grundrentenzuschlag, obwohl er ihnen zusteht. Und das ganz, ganz Schlimme ist, den Grundrentenzuschlag bekommt man dann meistens erst 2 oder 3 Jahre später zeitversetzt, wenn dann auch die Einkünfte aus dem vorvergangenen Jahr oder dann aus dem vergangenen Jahr sozusagen abgetropft sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.